So, dann hallo und herzlich willkommen zum 2000er Video. Ja, 2000, wie soll ich sagen, 2000 Abonnenten. Ich komme da immer ein wenig durcheinander mit Twitch. Ja, was gibt's dazu zu sagen? Ja, es gäbe einiges zu sagen, aber das Video, haben wir da, also es ist die dritte Aufnahme, ich möchte zu lang quasseln. Ja, ich möchte mich ganz herzlich bei euch allen bedanken, dass ihr unten auf den Abo-Button geklickt habt. Wir haben ja in letzter Zeit ein bisschen Diskussionen gehabt, ja, zu dem Ganzen mit wie wir das Ganze noch verbessern können, was für Möglichkeiten das noch gibt und. Ja, ich möchte einen kleinen Umriss machen, einmal kurz zurückblicken, wie das Ganze gestartet hat. Ich denke bei 2000, ja, jetzt würde eine sagen, ja, es sind ja nur 2000, aber nein, es sind 2000. Also für mich eine beachtliche Menge. Und wir sollen sagen, ja, 2018 habe ich halt angefangen mit YouTube. Da war ich dann, ja, ich glaube 6 Videos waren es, die ich 2018 hochgeladen habe. Dass da nicht viel dabei rumkommt, das war mir damals schon klar. Und deswegen war dann 2019 so gesehen ein bisschen der Einstieg. Ich habe dann ein paar Videos gemacht über Grid, weil ich da halt ja Rennspiele und so weiter ziemlich gespielt habe. Und bin dann irgendwann übergegangen zu ETS. Und habe dann nebenbei auch schon die ganzen Jahre eigentlich LS gespielt und habe mir dann gedacht, ja, dann könntest du ja LS eigentlich auch mal ein bisschen was aufnehmen. Und dann habe ich LS ein bisschen was aufgenommen und habe mir gedacht, das ein oder andere könnte man ja verändern, ne? Und so hat das Ganze mit dem Modding eigentlich angefangen. Ja, und dann ist so der Rest alles ein bisschen in den Hintergrund gerutscht, weil halt einfach, wie soll ich sagen, ja, der Ansturm so groß war. Ne? Die Fragen sind immer mehr von, die man heute auch immer noch mehr. Und ja, so hat sich das Ganze eigentlich entwickelt. Ne? Und die ersten 100 Abonnenten, die haben wir dann im Februar 2020 beieinander gehabt. Genau, machen wir den Satz erst zu Ende. Wie soll ich sagen, ich sage immer die Hammer dann. Der ein oder andere hat schon gefragt mit im Hintergrund, aber an und für sich ja, bin ich allein, der das Ganze betreibt. Und ich sage nur immer, Hammer dann beieinander gehabt, weil ich halt von uns rede, ne? Von euch und von mir. Genau, und im Juli letzten Jahres waren es dann 1000. Da waren wir dann 1000 insgesamt. Da war ich schon überrascht. Ne? Die 1000er Marke, das ist so eine kleine magische Marke. Da träumt man immer davon. Ne? Und irgendwann hat man sie dann doch erreicht. Und jetzt sind wir bei 2000. Und mal gucken, wo es hinführt. Wenn wir sehen, aber lassen wir es mal ruhig angehen. Ja, was ich noch sagen wollte, es ist halt so, ne, ihr seht es an der Bergisch Land, ich wollte es eigentlich wöchentlich rausbringen, eine Folge Bergisch Land, das funktioniert nicht ganz, weil ich halt so viele Fragen auf den Tisch kriege, dann ist familiär mal wieder ein bisschen was, jetzt geht's mit dem Arbeiten wieder regelmäßig los, ja, deswegen, ich probiere es, aber ich möchte halt ein gewisses Ding ja, halten, gerade was Intro angeht und so weiter, deswegen kann es halt sein, dass ein bisschen länger dauert. Ja. Jetzt als nächstes kommt wahrscheinlich, ich weiß nicht, ob ich nochmal ein Reaktionsvideo machen soll auf das letzte Thema, was wir da gehabt haben mit dem Traktor, oder ob ich wahrscheinlich mal, ich glaube, ich mache gleich ein Modding-Video. Ja, das kriegen wir auf jeden Fall hin. Auch noch mit im, ja, ein bisschen anschneiden das letzte Thema. Ja, was habt ihr mir überhaupt ermöglicht, ne? Ihr habt mir die Möglichkeit gegeben, dass ich Giants-Partner war. Ist jetzt aktuell ein bisschen ironisch, aber gut, ne, gehört ja auch was dazu. Und seit kurzem auch Amazon-Partner. Und hier sind wir schon bei einem Punkt, ist schon ein paar Mal angemerkt worden, ich mache zu wenig Werbung. Ja, dann an der Stelle, ja, Giants Partner, Link ist unten, wenn ihr hier ein DLC kaufen wollt. Und Amazon Affiliate Link ist auch unten, wenn ihr bei Amazon einkauft. Einmal unten klicken. Ich weiß nicht. Das sage ich im Normalfall relativ selten, weil, ja, also bin doch nicht so der Werbetyp. Ne?
Aber was man auf jeden Fall mitnehmen kann aus der ganzen Zeit ist, dass es extrem viele nette Zuschauer gibt und deswegen macht es auch eigentlich Spaß, da immer was aufzunehmen, zu sehen, was für Reaktionen kommen. Und das Ganze ist ja auf Twitch zum Beispiel, gut, bei Twitch ist das Ganze ein wenig kleiner. Mir macht das Stream auf Twitch mehr Spaß, muss ich sagen. Das ist irgendwie was man einfacher oder entspannter. Da sind wir jetzt bei 300, also die 300er Marke haben wir da. Ja, der Unterschied bei Twitch ist, es passiert halt im Normalfall nur was, wenn man live ist. Ja? Und das ist so 7, 8 bis 10 Mal, 12 Mal im Monat ungefähr, dass ich da eben im Streamer mache. Ne? Je nachdem, wie es passt, da sind wir dann auf der Björnholm aktuell unterwegs. Noch mit dem Sven, mit dem Nice und mit dem Pregel. Und ja, probieren da ein bisschen zu ackern. Ja. Und was auch erwähnenswert ist, ist der ganze Umgang unter Kollegen. Die einen sagen immer Konkurrenz, ist glaube ich der falsche Begriff. Es ist doch alles sehr, sehr kollegial mit den anderen. Und das ist auch was, wo mir auch sehr gut gefällt, muss ich sagen. Ne? Die Hilfsbereitschaft, dann man schaut mal damit rein und ja, die ganze Unterstützung und alles, das ist wirklich, also fast durch die Bank weg, ist es echt super. Und das sind auch so die Punkte, weshalb das einem so ja, bei Laune hält, mehr oder weniger. Klar, hauptsächlich mit euch und eben dadurch, wie es mit den Kollegen läuft. Und deswegen schauen wir mal, wo wir so dieses Jahr noch hinkommen, was wir dieses Jahr so alles erreichen, auf die Reihe kriegen, sagen wir so. Und ja, dann machen wir das nicht noch länger, das Video. Ich schau mal, vielleicht heute oder morgen im Anschluss, dass ich noch das Modding-Video dann aufnehme. Und dann sehen wir uns einfach in dem Video wieder. Ne? Dann wünsche ich euch noch eine schöne Zeit. Und ja, wir sehen uns. Bis dann. Ciao.